Hello? What are you waiting for? Was schwebt denn hier in der Luft? Ist ja witzig. Ein Arm. Okay. Hier sind Credits am Liegen. Was krabbelt da? Da ist eine Kiste. Die kriegen wir bestimmt nicht einfach so. Da würde ich für wetten. Diese Geräuschkulisse. The other side of the light. Die kriegen wir nicht einfach so, die Kiste, ne? Okay. Ja, ich sehe was, was du nicht siehst. Es war so klar. War's das? Bitte sag, dass es das war. Sag bitte, dass das war. Der fliegende Willi. Free Willi, der wollte sich gerade verwandeln. Guck mal, Hör auf damit, habe ich gesagt. Mann. Keine Arme, keine Beine, keine Führerscheine. Keine Arme, keine Kekse. Schön, makelloser Entschlüssler. Callisto Credits, ARP Akkusatz und Revolvermunition. Das hat sich gelohnt. Finde ich aber auch. So. Hier ist nur irgendwelcher Schleim und okay. Für so einen großen Raum, so zwei Monster. Bisschen komisch, ne? Kann ich wieder ein bisschen laufen? Wird das gehen? Danke. Jetzt kommt nochmal einer, ne? Oder? Wo war die Leiter? War die hier? Ja, okay. Also wir hätten so oder so hierhin gemusst. Gut. Jetzt geht's wieder raus in die eisige Kälte. Brrr. Garage. Heißt an der Garage. Gesundheitsinjektor. Toll. Aha. Torhaus. 02 Garage. Das wird keine Autogarage sein, gehe ich mal von aus. Guten Tag. Ja. Was? Hey, ich könnte Hilfe gebrauchen. Ach, ist das so? Hab meine eigenen Probleme. Mann, ich will dieses Scheiße da haben. Wo kommt der denn her? Nein, hör auf, hör auf. Nein, Lass das, Mann. Nein, 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 nein! Aua! Brauch mal Leben! Muss mich eben heilen, warte! Just a moment! Hier! Ich sammle mal Credits, wenn das okay ist für dich. Ah, die kommt schon klar da oben, ne? Die kommt schon ohne mich klar. Glaube ich zumindest. Was? Wer? Wo? Was? Moin! So. Sonst noch jemand ohne Führerschein? Ich glaube, da läuft noch jemand, oder?
So, war's das? Nö, sehe ich nicht. Jetzt gehe ich mich erstmal umgucken. Beeil dich. Ja, heul doch. Geh zu Danny. Ach, auf einmal hilft's, auf einmal helfen oder was? Auf einmal. Weißt du, mit dem Töff-Töff ist sie weggefahren und jetzt auf einmal will sie unsere Hilfe. Sehe ich nicht. So, schön, wie der sie abhängt. Guck mal, sieht aus wie ein Weihnachtskalender. Hinter jedem Türchen steckt was. So. Was will sie denn? Na, erstmal hier. Und so. Nicht, dass ich dich wiedersehe. Naja, warum? Ha? Weil du mich sterben lassen wolltest? Du wolltest mich auf deinem Schiff töten. Damit sind wir wohl quitt. Keine Ahnung, ob du es gemerkt hast, aber wir sitzen hier tief in der Scheiße. Hey, du musst mich nicht mögen und ich dich auch nicht, aber Elias hatte recht. Allein haben wir keine Chance, aber zusammen kommen wir hier vielleicht lebend raus. Ja. Na gut. Wenn ich die Raupe in Gang kriege, kommen wir zum Hangar. Die Raupe. Ich muss das Haupttor öffnen. Warum sollte ich dir vertrauen? Hier. Nimm die. Wirst du brauchen. Die Biester sind überall. Ich bin übrigens Jacob. Ich weiß, wer du bist. Aha. Was haben wir denn da bekommen von ihr? Schneller Waffenwechsel. Tippe Steuerkreuz links, um schnell zwischen ausgerüsteten Waffen zu wechseln. Waffen können auch aus dem Inventar ausgewählt und ausgerüstet werden. Okay. Was ist das jetzt? Was hast du? Ach so. Ah, jetzt habe ich auch eine Pumpgun. Alter, geil. Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun. So, wir sollen also die Raupe in Gang bringen. Hier ist ein rotes Ledersofa. Finde ich sehr schön. Patsch. Patsch. Die sehen sehr tot aus. Ich glaube nicht, dass sie nochmal aufstehen werden. So, wo sind wir denn hier? Ist das die Kantine? Da liegt was. Das würde ich gerne mitnehmen. Aufstandflintenmunition. Toll. So, Lieutenant Davin Wayne. Da gucken wir doch mal. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat. Da, warte. Ich mach mal den hier. Und dann gucken wir mal. Ach so, da sind Bilder. Ich dachte, wer wäre da ein Protokoll? Das ist auf jeden Fall das da vorne, das Pult. Ja, wenn man so macht, dann... Fast ähnlich? Also. Hey, ich habe versucht, Ferris zu erreichen, aber wird vermisst. Musste reagieren. Habe das Tor verschlossen. Sind jetzt alle auf der anderen Seite gefangen. Kommunikation geht wieder, aber Black Iron antwortet nicht. Okay. Nein! Hey. Torhauskomplex wurde gebaut, um Häftlinge. Schlüsselcode-Hinweise. Häftlingstransferfahrzeuge. Sogenannte Pistenraupen, die Ankunft vom Hangar zu ermöglichen. Diese wurde später überflüssig, als das Bahnsystem fertiggestellt wurde. Eine zweifache Authentifizierung, autorisierte Zugangskontrolleinheit, wurde vor kurzem installiert, um unautorisierten Zugang zu verhindern. Aha. Zwei-Phasen-Authentifizierung quasi. Was? Gewitter! Ich gehe rüber in den anderen Raum. Ich sag Bescheid, wenn ich bereit bin. Sicherheitsmaßnahme. Macht Sinn. Okay, geh rüber. Ich kümmere mich um den ersten Schalter. Ja. Versuch nur, dich nicht finden zu lassen. Wir müssen zum Stromreaktor. Natürlich. Und wie passend ist hier auch ein 3D-Drucker. Dann schauen wir mal. Freie Auswahl. Ah, ist das so? Ach, haben wir Serie? Das ist ja super. So, makelloser Entschlüsseler. Was können wir denn damit machen? Warte mal, ich muss mal eben kurz gucken. Warte. Was ist denn das? Makelloser Entschlüsseler? Bauteile, die in einem Refurge zu einem mittleren Preis für Kalisse verkauft werden können. USA hat diesen... Okay, alles klar. Können wir verkaufen. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Erstmal verkaufen.
Zack, das ist Gesundheit. Der Rest ist Munition, ne? Das heißt, wir haben jetzt eine neue Waffe. Das müsste, ja, hier glaube ich, ne? Aufstandsschrotflinte. Ist ja ein komischer Name. Stabilität. Magazingröße, oben Schaden, oder? Da ist Schaden. Kostet 300. Machen wir mal. Stabilität wird besser. Qualitätsprüfung bestätigt. Okay. So, dann für 300 gibt mehr Schaden. Machen wir auch. Danke, Arbeiter. Danke, Arbeiter. Abgeschlossen. So. Das wird eine vorzügliche Wahl. So, die 400 würde ich gerne speichern. Speichern. Die würde ich gerne behalten. Denn ich würde tatsächlich, glaube ich, auf diese 2,7 sparen. Damit wir noch mehr Schaden mit dem Schlagwerkzeug machen. Das kostet 600, ne? Magnum-Patronen. Ach, das war eine Magnum, die wir die ganze Zeit hatten. Ah ja, und eine Skant-Schrotflinte. Könnte man machen für 600 mehr Schaden, ne? Komm, machen wir. Aber haben wir nicht. 433, komm. Egal. Sparen wir uns das Geld. Ich bin so ein Sparfuchs. So. Seine Handschuhe müssen wir auch mal upgraden, demnächst mal wieder. Das klappt jetzt schon besser. Wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Plan, wie weit wir jetzt von der Story auch her sind. Ob wir jetzt bei der Hälfte des Spiels sind oder... Alter, wie viel da noch kommt und alles. Achso, sie repariert jetzt den Dings oder was? Ah, okay. Weil wenn wir damit flüchten, ist das ja schon das Ende, oder? Oder nicht. Aber wir müssen ja... Wir müssen ja fliegen, ne? Wir sind ja Pilot. War das ein Visier wieder zu? Ja. Okay. Stromreaktor. Torhaus. Okay. Mal gucken, wie stark die Flinte ist. Bin ich gespannt. So. Okay. Airlock. Hört sich schon cool an, muss man sagen. Ich spritze mich nochmal eben. Ah, so. Vorsichtshalber. Hä? Was war das denn? Ich will nicht wieder raus. Ich will rein. Geh mal schnell durch die Tür. So eine Automatiktür. Bevor die schnell schließt. So. Bevor die sich was anderes überlegt. Wir haben im Kopf dazwischen gesteckt, ne? Ich trau dem Braten hier nicht. Empfangsbucht. Hm. Ich frage mich, wofür das alles wohl ist. Das muss ja auch gewartet werden, alles, ne? Oh nein. Das dauert jetzt erstmal, ne? Oder? Es war so klar. Moin! Grüß dich! Wow. Ein Schuss. Boah, die ist aber schon gut. Ein Schuss, Alter. Puh.
Der hat sich wahrscheinlich jetzt auch gedacht, das Monster so. Hä? Wer fährt denn jetzt nach oben? Oder nach unten, besser gesagt. Okay. Muss mich dran gewöhnen, dass der leichte Schlag unten ist, ne? Das ist so weird, dass der leichte Schlag auf R2 ist und nicht R1. Normalerweise ist es andersrum. Oh nein, da sind welche im Gitter. Wissen die schon, dass wir hier sind? Mit Sicherheit, ne? Ja, das weiß der. Der guckt auch in die Richtung. Entsperren den Wachraum mit einer Sicherung. Natürlich. Hallo, Schatzi. Na, wann kommt er? Er ist sehr aufgebracht, ne? Was ist denn mit dem jungen Mann? Was hat er denn? Ist das der Einzige? Ja, was ist denn, mein Kleiner? Ja, bist du da drin? Lass mich überlegen, ich muss die Kiste verschieben. Ah, hier ist die Sicherung. Lass mich raten. Der kommt jetzt, ne? Na? Oder wenn wir die Sicherung reinsetzen, dann kommt er. Ach, hier war's? Nee. Ich hab gedacht, ich hab X gesehen oder so. Nein, andersrum drehen die Kamera. Entsperre das Sicherheitstor. Oh nein, das kann der doch nicht. Das kann der doch nicht. Der entsperrt doch wahrscheinlich die Zellen. Unser Charakter. Ich kenne den doch. Ja. Jetzt kommt er, ne? Müssen wir jetzt nochmal da durch? Was? Ich höre einen laufen. Oder? Ich höre da jemanden laufen, oder? Oder ist er das? Was ist denn? Ich weiß das, der will bestimmt raus. Was will der kleine Mann denn da? Tralalala. Tralalala. Erkunde den Stromreaktor. Ja, wir sind ja auch auf jeden Fall auch hier, um zu erkunden. Natürlich. Was gibt es nicht Schöneres, als wie einfach hier zu erkunden? Na, das sieht ja auch ganz toll aus. Klingt, als hätte sich was in der Turbine verhakt. Ja, ich hab schon gesehen, was sich da verhakt hat. Das sieht nicht sehr gut aus. Ein junger Mann. So wie wir da reinkommen. Es läuft ganz gut tatsächlich. Man kann nicht klagen. Ich erkunde gerade. Hab mir das Spiel empfohlen. Es ist nicht ein schöner Tag hier, um zu erkunden? Muss mich umsehen. Das ist doch der beste Tag meines Lebens, um irgendwas zu erkunden. Hier liegt auf jeden Fall Munition. Aufstandflintenmunition. So, dann werden wir den jungen Mann mal befreien. Kriegen wir Gesellschaft? Bestimmt, ne? Hui!
Wo ist er? Ist er dahinter? Ach, den kann ich nicht, okay. Hörst du auf damit? Alter, hör doch auf damit! Aber wir haben keine Energie mehr, sagst du? Oh, muss nachladen. Warte mal eben. Lade nach. Lade nach. Ich würde es ja gerne mal sehen, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich würde es gerne sehen, wie unser Charakter da reingerät, ne? Auch da. Ich würde es zu gern sehen, aber das Problem ist, ich habe einfach keinen Bock, das Ganze nochmal zu machen. Aber er hat ja gespeichert, ne? Warte mal, geht das? Hui! Da war er weg. Aber die Turbine läuft noch. Ich frage mich, wie der andere die Turbine aufgehalten hat, wenn wir da einfach so... Schwupps, weißt du? Einfach so... Schwupps.